Episode 2. Was ist ein Freund? Ach, du redest mit mir, okay. Ich will aber nicht mit der Tasche schon wieder reden. Drecksau, Gesundheit. Tja. Yay, ich bin im nächsten Raum gefangen. Ach. Was wäre denn passiert, wenn ich jetzt da durchgelaufen wäre? Wäre ich Matsch und wäre das Spiel vorbei? Bastard. Menschen ohne Gesicht. Überbelichtung. Hooray! Sie ist verschlossen. Und ein Numpad. Yeah! Sonst noch was? Nur das? Nee, Moment, das kann nicht sein. Was da noch? Da, bitte, ist doch noch eine Tür. Ach. Der nette Mann vom Anfang. Und die Farbe ist noch frisch. Scheinbar. Zeitungsartikel. Jack Roth, Red Butterfly Orchestra pianist and composer, was found dead on Monday morning in his house outside of Newark. Newark police officer Sandy Herra couldn't confirm or deny if any foul play was behind the death of the pianist. Red Butterfly Orchestra said in a statement, "We are truly heartbroken at the loss of a close friend and a great musician. We send our deepest condolences to his family." Fingerabdrücke 49. Aber mehr ist hier nicht. Fotos ohne Gesicht darfst du auch von mir haben. Nö. Eine Münze. Müssen wir wieder. Ach, jetzt haben wir 10. Okay. Es hat natürlich gefehlt, aber ist okay. Runterklettern, ja. Was soll schief gehen? Eine Kamera. Und halt zurück. Eine Münze. Untersuchen. Da hat jemand Geschmack. Nicht. Erster Schuss. Ah ja. Hochklettern. Nein. Können wir das hier noch zur Seite bewegen? Das sieht schwer danach aus, als würde man da was verstecken wollen. Nein. Na gut. Und jetzt? Nix. Okay. Aber irgendwo kommt das noch zum Einsatz, auf jeden Fall. Zum Beispiel hier. 6044, na bitte. War leicht. Luke, Flucht! Sogar zwei Luken, in die eine bin ich noch gar nicht runtergegangen. Ich könnte mal speichern, einfach mal, um es gemacht zu haben. So. Halt, nein, weiter wollte ich. Komme ich auf verlassen. Da ist eine Münze.
Langsam kriege ich ein Auge für die Dinger. Sinnloser roter Knopf. Und ein Schlüssel mit, zwei Würfel. Hm. 4, 5, blablub. Gut, erkenne ich noch kein Muster drin, aber kommt vielleicht noch. Und wieder hier lang. Und durch die Luke bin ich nämlich noch nicht runter. Ach, das ist die andere Seite von da, wo wir vorher waren. Von da, wo wir vorher waren. This pianist was beheaded. Na, klasse. Halt, nein. Genau, du sagst es. Well-known pianist Jack Roth did not die of natural causes, the Newark police confirmed during the press conference held on Monday morning. The autopsy report stated that he had died of poisoning. He was already dead when his head was removed from the body. Police are now searching for his wife, a 55-year-old psychiatrist, possibly related to the gruesome death of the pianist. Hm. War die Frau wohl schon mal kein Freund? Tja. So. Welcome to New Jersey. 4 lustige Zettels. 2, okay. Muss ich die da aufheben? Genau. Muss ich die Zettelchen da aufhängen oder was? Na, ich werde es ja gleich sehen. Ist wieder so ein Teil aus dem Anfang. Auch noch ein Münzchen. Das Versteck hatten wir in der letzten Episode schon. Ach Gott. Wie viele habe ich schon ausgemacht? 4 von 10. Yay! Hier gibt es noch nichts weiter, nur diese Tür da noch. Okay. Könnte auch ein bisschen denken, dass es hier Saw-mäßig zugeht. Okay. Etwas ist auf der anderen Seite passiert. Meister der Knöpfe. Wie mache ich das? Ich habe da jetzt einfach nur wild drauf rumgeklickt. Ich wusste zwar, okay, das ist so ein Simon Says-Ding wahrscheinlich. Beziehungsweise es restartet, wenn ich den falschen Knopf drücke. Aber wie kann ich denn nun beim, das war es jetzt, zweiten Versuch, sofort alles richtig geklickt haben? Das ist ja unmöglich. Hm. Me not understand. So, wir müssen da nochmal. Ein Nagel. Nein. Kann ich den Nagel selber verwenden? Nein. Na gut. Schauen wir gleich mal weiter. Das weiß ich noch, wo es ist. Das weiß ich nicht gerade genau, wo es ist. Das habe ich aber schon mal irgendwo gesehen. Alte Lady. Hier. Ich glaube zumindest, dass es das ist. Eines davon. Kann das das sein? Nee. Aber noch eine Münze. Wenn ich mich umdrehe. Achso.
Wunderbar. Okay. Also ich hab's fast erwartet, dass irgendwann da was passiert, aber trotzdem. Da hat sich der Papa kurz erschreckt. Ein Schlüssel für Zimmer Nummer 3. Wo auch immer das ist. Und da hinten ist wieder diese komische Platte. Und hier ist noch ein Nagel. Gut. Fehlen noch 2 Fundorte. Der und der. Ich muss sagen, dieses Spiel ist die pure Entspannung im Gegensatz zu manch anderen Sachen. Apartment 666 war jetzt zwar nicht so doll, hat mich aber trotzdem gut genug beschäftigt, beziehungsweise meinen Adrenalinpegel. Genau, hier war das Bild von gerade eben, von da kam ich. Ist hier was Bekanntes? Ups. Jetzt geht's los hier. Wie wild. Ein Rülpser nach dem anderen. Nur mal spaßeshalber. Das kann hier nicht verwendet werden. Okay. Bin gerade ein bisschen unschlüssig, in welche Richtung ich noch nicht geguckt habe. Deswegen muss ich mal die Hilfe kurz anstrengen. Dann musste ich in diesem Raum weiter umsehen. Okay. Das heißt... Ach, schau mal einer an. Einmal das aufheben, einmal diese Platte aufheben. War die Platte hier schon woanders noch? Und habe ich die bis jetzt nur übersehen? Ist das eine Möglichkeit? Ihr müsst mir ein bisschen beim Rätseln helfen. Ich kann ja nicht alleine hier die ganze Zeit durch die Gegend laufen und keinen Schimmer haben, was Phase ist. Das wäre ja voll Fahrt. Verwenden. We going down, down, da 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 da. Gott, du siehst ja auch ganz toll aus. Ich mach mal ein Foto und gucke, was passiert. I'm dying, ich sterbe. Ach, schön. Ist ja der Hammer. So, hier, komm, das kommt mir so bekannt vor. Noch ein Nagel. Halt. Bevor ich das mache, wird gespeichert. So. Wer schreibt mir denn das hier so freiwillig dahin? Und rückwärts. Nein, na gut. Veräppelt. Da ist noch eine Münze. Sieht ja auch nett aus. Wie sah das letzte Bild aus? Hier, okay. Ach, dieses Gitter, okay. Gut, dann ist hier der letzte Nagel. Eine lustige Box. Okay. Doch nicht. Noch nicht. Irgendwas anderes.
Nein. Durchklettern ist auch nicht. Du musst dich in diesem Raum weiter umsehen, okay. Das war der Raum von gerade eben, ne? Ja. Ach. Rotes Licht mit Morsecode. Fotografieren wir mal hier noch. Please help me. Okay. Musste ich weiter in diesem Raum umschauen. Mehr verrätst du mir nicht. Na gut. So, ich versuch's hier nochmal. Nein. Okay. Wenn ich wieder zurückgehe. Eins. Nope. Nope. Hier was hinter. Na gut, das ist ein Nagel. Was soll dahinter sein? Suchen. Mir fehlt das hier. Nix. Okay. Habe ich was übersehen? Habt ihr eine Idee? Das sind so Momente, die ich mag. Kein Schimmer von nichts mehr. Hier kann ich nicht durchgucken. Die Frage ist überhaupt, würde ich das wollen? Ist aber auch kein Morsecode oder so, ne? Muss ich weiter in diesem Raum umschauen. Kann ich den Zettel hier nicht einfach aufnehmen, irgendwas? Das wird ja auch keine 7 sein, oder? Nope. Haben wir sonst noch was mit Zahlen? Außer die beiden Sachen? Gut, egal was das Spiel sagt, ich gehe jetzt am besten nochmal hoch. Und halt nebenbei Ausschau nach der möglichen zweiten Platte.
Oder irgendwas, was dem Ort vom vierten Nagel zumindest ähnlich sieht. Ach, ich kann alles schnell abfotografieren. Okay. Machen wir das doch mal ganz spontan. Nö. Oma hat keine Nachricht für uns. Hier war die Tür zu, genau. Dann ging es hier noch durch. Und so. Und. Verwenden. Es fehlt noch die letzte Platte. Ist auch nix. Nix. Träume ich wirklich? Hatten wir schon. Nochmal nachgucken. So sah das letzte aus. Hallo, netter Kopf, der eigentlich nach unten guckt. Ich merke, ihr seid alle so ratlos wie ich. Gut, dass der ein paar Filme, anscheinend ein paar Filmrollen eingesteckt hat, ja. Hier war der eine Nagel schon. Na gut. Nein, das war wieder der von gerade eben. Ich bin so hochintelligent manchmal. Zurück muss ich, genau. Und dann hier runter. Da war ja bloß noch. Ach nee, hier war, genau, hier war die Tür zu. Ja. Trotzdem ist diese Mission schon mal ein bisschen übersichtlicher als die erste. Oh. Hä, wo willst du jetzt, dass ich hingehe? Ich verstehe dich gerade nicht, Spiel. Ach so, die Luke runter natürlich. Hier. Du musst dich in diesem Raum weiter umschauen. I'm dying. Please help me. Nix. Sie ist verschlossen. Ihr seht da nicht durch, okay. Also ich kann mich hier gerade halbwegs orientieren, aber das ist jetzt gerade das Knackpunkträtsel irgendwie. Nein. 6, 3, 6, keine Ahnung. 1, 3, 6, 6, 6, 6, 3, 1. 6, 3, 6, 1. 3, 6, 1, 6. In Life is Strange war ja das eine Rätsel so, dass hier die entsprechenden Tasten ein bisschen abgegriffener waren, die wir gebraucht haben. Hm.
Kann ich den Kasten aufmachen? Foto 1636. Genau dasselbe. Hier gab es keine Rückseite zu den Zetteln, ne? Nee. Jetzt kommt doch mal runter und helft mir. Kann doch nicht so schlimm sein. Well-known pianist Jack Roth did not die of natural cause. 55. Jack Roth, Red Butterfly Orchestra pianist and composer. Nummer 44, 49. Well-known pianist Jack Roth did not die of 49, 55, 55, 49, nein. Vielleicht habe ich auch zu viel schon dran rumgeklickt. 49, 55. 55, 49. Gut, das wird es wohl nicht sein. 5, 9, 4, 9, 4, 5, 5. 5, 4, 9, 5. Oder ist das hier ein Zeichen für 1 tiefer? Also 0, 5, 2, 5. Nö. Soll mir schon sagen, ich soll diese Nummer hier eingeben. Aber die stimmt nicht. Muss ich in diesem Raum weiter umschauen. Hier ist nichts hinter. Hier ist nichts zum Anklicken. Hier ist überall ein Scheißdreck, ein Scheißdreck. Ist nur die Leiter. Oder wollt ihr das mal schnell googeln? Das wäre jetzt nicht. Ich meine, wir haben noch 20 Minuten. Und ich wollte jetzt nicht 20 Minuten vor dieser Dreckstür stehen und keinen Plan haben, was ich machen soll. Nein. Da ist er sich zumindest immer ziemlich sicher. Moment. Ah, na bitte. Jetzt passiert doch mal was. Die anderen Knopfrätsel habe ich auch durch wildes Drücken rausgefunden. Sechs null vier vier, okay. Moment, nochmal. Nein. Nein. Definitiv nein. Du musst schon nach Episode 2 dann gucken, ne? Nicht 6044 auch irgendwo schon mal gehabt? Komm mir so vor. Ja, genau. Die, das war ein anderer Türcode, den hatte ich schon. Kann ich dir auch zeigen, wo der ist? Der ist meines Erachtens nach hier gewesen. Nein? Gut, dann war er eine Etage höher. Aber 6044 hatten wir schon.
Der war ganz zu Beginn. Hier. Brauchst du noch die Lösung? Hier, 6044. Ich hab's gerade nochmal nachgestellt, welche Stelle du meintest. Ich habe gerade nochmal nachgestellt, welche, was du mir gerade gegeben hattest. Das war die erste. Ich habe das nicht gegeben. Du musst von dem Keypad ein Foto machen und die Zahlen sind dann umgedreht. Habe ich davon nicht schon ein Foto gemacht? Und ist mir das nicht aufgefallen? Da müsste statt der 1 eine 3 stehen, daneben eine 6 und dann eine 2. Warte, wir gehen nochmal runter. So, näher ran. Foto, ja? Du hast recht. Stimmt. Ich hatte nur und da auf... da musst du dann, wenn nur, die 1 steht, musst du quasi dann die 8 drücken. Ich habe nur auf den Zettel geguckt. Ich habe gar nicht auf das Pad selber geguckt. Das hat einen komplett verdrehten Code. Ja, und da musst du dann halt jetzt, wo die 8 und 1. Also. Ah, okay. Viel Spaß! Danke, wie findet ihr das Spiel nur? Nicht gruselig. Nee, das stimmt. Es hat mich zweimal zusammenzucken lassen, zwei, dreimal bis jetzt, aber sonst ist einfach wieder nur so. Ehrlich gesagt, habe ich auch immer noch keine Story da drin. Nee, ich auch nicht. Gut, dann sind wir ja schon mal zu dritt. Vielleicht ist es sowas Philosophisches wieder. Wegen was ist ein Freund und Pipapo. Ich wollte gerade sagen, vielleicht wissen wir es ja zum Schluss, aber so weit kommen wir ja dann nicht. Kotori, weil du gerade meintest, du wärst da nie drauf gekommen, doch das geht schon, weil das erste Rätsel mit dem Nummernpad war ja genau dasselbe. Du kannst gerne wieder, wenn du magst, hochgehen, Susi. Danke, vielen Dank. Kotori jedenfalls, oben waren bei den vier Bildern das ja auch mit den 6044 oder was das war. Und hier ist es im Prinzip genau dasselbe, ich habe nur halt dem Zettel hier Beachtung geschenkt und nicht dem Nummernpad. Sonst hätten wir es vielleicht auch noch irgendwann geschafft. So, was haben wir hier? Ein Fernrohr, das heben wir gerne mal auf. Hier müsste der letzte Nagel sein, genau. So. Untersuchen. Also die Rätsel sind alle schon ein bisschen obskur, aber jetzt nicht wirklich unlösbar gewesen bis zu diesem Punkt. Nein. Nein. Okay. Und wenn ich ein Foto mache? Auch nicht. Hier ein Foto mache? Passiert auch nichts. Hä? Auch nichts. Und dann gibt es ja hier unten zum Glück noch diese Hilfestellung, die dir zumindest schon mal so grob den richtigen Raum vorgibt. Das Spiel verlangt jetzt nicht von mir, dass ich hier wirklich mit dem Fernrohr da durchgucke. Das will mich doch wieder bloß erschrecken. Der rote Schmetterling wieder. 1686, okay. 1686, könntest du nochmal in den Chat schreiben? Dass wir die Nummer nicht vergessen. Moment. 1686. Bitte einmal in den Chat einfach nur eintippen, dass ich nicht nachher dastehe. Oder ist das hier schon? 1686. Nein. Gut, damit hat das also noch nichts zu tun. Oder? Du musst dich in diesem Raum weiter umschauen. Kann ich... ganz blöd gefragt, durch das Fernrohr durchfotografieren. Wow. Bastard. Aha.
dreimal durchschauen, kriege ich eine andere Nummer. Interessant. Ich dachte, ich kann durchfotografieren, aber das ist auch wieder so ein Rätsel. Da wäre ich jetzt nicht unbedingt drauf gekommen, dass man da mehrmals durchschauen muss. 9891, okay. So. Dummer Bastard. Home. Doch nicht, wenn ich trinke. Habt ihr euch jetzt auch erschreckt, ja? Bin ich nicht der Einzige? Da hat das Herzchen einen kurzen Sprung gemacht. Hier durch. Der war ja schon die ganze Zeit vorher da. Der rannte ja auch schon durch die erste Episode. Und ich weiß auch nicht, wo dieser Raum hinführt, durch den ich da durchgucken musste. Aber der ist ja schon ein paar Mal aufgetaucht. Es ist so dunkel hier, ich kann nichts sehen. Ah, Gott. Hä? Aha. So. Gut, das war jetzt nicht so schwer. Ich habe nur gleich den nächsten Schock erwartet. Aber die sind ziemlich gut dosiert anscheinend. Hi Sam. Ich bin so froh, dass du gekommen bist. Könntest du mir einen Gefallen tun? Bitte steck für mich 4 Nägel in den Teddy. Bitte? Mache ich doch gerne sofort für dich. Lass mich aber erstmal in den Rest hier reinschauen. Nur für den Fall, dass ich direkt wieder... Kopf, du hast mich vergiftet. Warum? Warum hast du mich vergiftet? Ich war doch gut zu dir. Wer bist du? Still! Ich habe dir vertraut. Jealousy. Ich habe dir wirklich vertraut. Trifft Jack. Okay. Den hätten wir damit dann jetzt auch gefunden. Die Tasche. Die Tasche erinnert mich wirklich an PT. Von wegen, see only you, really you und all dieser Quatsch. Aus Jux. Man kann ja nie vorsichtig genug sein. Ich steck gleich 4 Nägel in den Teddy. Und dann haben wir auch das Bild nachgestellt, was auf dem Cover zu sehen ist dieses Spiels. Sehr schön. Fehlen eigentlich nur noch die Maden. Ich glaube, das ist der letzte Teil, der da dann fehlt. Mit dir kann ich nichts mehr anfangen. Ich kann leider nicht den Schrumpfkopf nehmen, seine Kette klauen und dann unsichtbar auf LeChucks Schiff kommen. Das funktioniert leider nicht. Auch nicht, wenn ich ganz lieb 10 Millionen Mal bitte, 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 bitte sage. So, wenn ich dich fotografiere, erwürgst du mich? Nein. Okay. Trotzdem speichern wir mal. Hätte ich vorher tun können. Ich bin ja schlau, aber man kann in diesem Spiel scheinbar nicht sterben. So. 4 Nägel. Bitteschön. Ich hoffe, diese Nägel tun ihr weh. Du bist mein bester Freund, Sam. Nimm das hier. Aha. Und jetzt nie wieder was damit zu tun haben. Der arme Teddy. Ja, das sehe ich auch so. Dann auch noch, ich hoffe, es tut ihm weh. So, nochmal ein Zeitungsartikel. Und dann muss ich mich gleich nochmal durch den Raum kämpfen. Ich wette, diesmal steht da irgendwer. Jerozik Roth, the wife of well-known pianist Jack Roth, is believed to have left the country. Jack Roth, award-winning composer and pianist, was found dead at his home in May. At an early stage, his wife was suspected of the murder. She is believed to have fled to Poland. Tja. So. Oder kann ich mich hier direkt im Dunkeln durchnavigieren? Nein, natürlich nicht. So, komm, schock mich. Überraschung. Jacks Leiche.
Nicht der Dark Room. Ach, so schlimm war es jetzt nicht. Ich habe eigentlich erwartet, dass vielleicht der Kopf von unserem Freund von gerade eben da wieder auftaucht, aber dass er mir mal nett in die Kamera guckt. Aber Jacks Leiche ist jetzt auch nicht so schlimm. Verwenden. Und drück aufs Knöpfchen, Max. Nein, okay. Was kann ich hier noch tun? Es ist doch ein Zahlenrätsel. Ich hasse diese Dinger. Ganz ernsthaft. 5, 5, 5, 5. Kann ich das hier? Natürlich, ich kann euch alle drehen. Ach Gott, jetzt muss ich wieder so ein Muster finden. Ach, ich bin in diesen Logikrätseln extrem schlecht. Ich würde bei einem IQ-Test auf den Level Banane kommen. Weil ich sowas wie setzen Sie diese Zeichenfolge logisch fort absolut nicht kann. Ich beherrsche das einfach nicht. Hm. 1, 2, 2. Fotografieren kann ich's nicht. Was haben wir denn noch? So ein Sudoku-Spielchen, muss da eine bestimmte Summe überall rauskommen. Sieht nicht so aus. Und hier sind auch nur 1 und 2 und hier sind 3, 4 und 5. Ich glaube, so schwer ist das gar nicht. Okay. Wenn du meinst, dass du die Lösung hast, dann komm doch mal runter und verrate mir, wie genau ich da zu denken habe. Wie gesagt, ich bin da Banane drin. So dermaßen dumm. Kann ich das hier vielleicht als die Dreien werden, diese falsch gedrehten? Nee. Guten Tag. Hey. Guten Tag. Also so eine hundertprozentige Lösung habe ich nicht, aber ich habe eine Ahnung. Okay, die da wäre? Du musst auf jeden Fall mit den drei Kästchen die Punkte so zusammenkriegen, wie sie oben angegeben sind. Das heißt, oben links darfst du nur 4 Punkte insgesamt haben. Also zusammenrechnen. Genau. Warte mal, dann... Deswegen unten rechts müssen auf jeden Fall jeweils zwei Einser. 5, 5. Ah, ja, das kommt tatsächlich hin schon mal. Mal schauen, ist das schon richtig? Nee. Du hast oben links brauchst du nur vier Punkte. Da habe ich 6. Wie oben links nur 4 Punkte? 1, 1. Das sind 4. Das sind 5. Und das sind auch 5. Das müsste stimmen eigentlich. Was genau rechnest du? Ich muss doch jetzt immer von den drei Feldern das addieren. Jeweils an jedem Feld. Und dann muss das obere ergeben, ne? Du musst die einzelnen Kästchen, beispielsweise wenn du oben links drauf gehst, hast du 1 Punkt, 2 Punkte und 4 Punkte. Jetzt hast du 4. Da in der Mitte müssen es dann 5 ergeben. Das stimmt auch soweit. Das sind 5. Die Mitte von ist denen falsch. Von denen bin ich jetzt gerade ausgegangen. Die Mitte. Genau, die den Mitte, muss da ich noch mal nur drehen, 3 oder? Punkte. Da hast du rechts 2. Aber wie soll denn das gehen? Die Mitte ergibt immer 4, da kann ich ja drehen, wie ich lustig bin. Ach nein, das ist wie Blindenschrift, oder? Kann das sein? Hä? Was? Pass mal auf, wenn ich jetzt in die Mitte gehe und drehe das letzte Feld andersrum, dann habe ich nämlich quasi eine 3, weil die beiden Einsen auf demselben Punkt liegen. Das heißt, die geben trotzdem nur den mittleren Punkt. Und die beiden Außen sind... Ja, doch, das... Ich glaube, ich hab's. Sicher. Das heißt, das so und das so. Und dann habe ich hier 5, da 5. Ja. Ich glaube es. Ich muss nur noch die richtige Reihenfolge finden. Kann ich wieder gehen? Oder brauchst du mich noch?
Falls du die richtige Lösung siehst, dann sag es mir. Ich sag dir dann Bescheid. Ich verabschiede mich vorerst mal. Anna schon tut Dussel. Das erste musst du drehen. Anna ist Zahlenmeisterin. Okay, gut, dann. Oh, die kann Anna sowas, aber. Tschüssi. Tschö. So, viel für das. Das ist falsch. Das stimmt wohl. 4, 5, 5, 5, 3. Das stimmt nicht. 4, 5, 3. Ah, Gott. Was haben wir hier? Hier haben wir das richtig. Wir haben das dann aber falsch. Hier geht's dann auch nicht auf. So kann es auch nicht stimmen. Hier müssten 5 raus. So? Nein. Das letzte ist irgendwie falsch, weil oben 6 wäre. Nee. Nee, das geht ja nicht. Also, es ist ja nicht mit purem Zusammenrechnen tatsächlich getan. Sondern tatsächlich, dass die Punkte übereinander übereinstimmen. Also jetzt hätte ich hier gerade nicht nur logisch gerechnet eine 5. Wenn ich jetzt hier einmal drehe, habe ich jetzt eine 6 quasi auf dem ersten Feld. Aber das, was das Spiel sieht, ist eine 4. Und zwar, weil der Punkt hier und hier ist. Und hier und hier. Das sind hier und hier und hier und hier. Und hier ist es nochmal so, also wieder so. Und dadurch haben wir eine 4. Es gibt ja keine 6 prinzipiell. Hier unten, wenn du die Mitte siehst, es gibt ja auch nur eine 5, wenn wir alles addieren. Und das geht nur bis 3. Das heißt, ich muss die irgendwie in die richtige Reihenfolge drehen. Das hier könnte schon mal richtig sein, theoretisch. Kann aber auch falsch sein. Lass mal schauen. Nee, das geht so rum. Und hier verlangt es aber die 3. Sprich, hier hätte ich jetzt wieder eine 5 zum Beispiel. Also muss ich so rumdrehen. Das ist schon mal richtig. So. Der nächste Punkt. Das ist wieder eine 3. Das ist hier auch richtig. Das ist eine 5. Das stimmt auch. Hier haben wir eine 4, ist richtig. Hier haben wir eine 3, ist richtig. Hier muss es eine 5 sein, das ist auch richtig. 4, 5 und 5. Da. Ja, ich muss das nur nochmal durchrechnen. Ich hatte ja jetzt gerade geredet und wollte das Rätsel nochmal erklären, habe jetzt keinen. Habe jetzt nicht drauf geachtet, ob das jetzt tatsächlich alles so gestimmt hat. Aber es hat gestimmt, Kotori. Ich verzweifle, ich sehe schon ungefähr, wie es sein muss, aber ich kann es nicht. Ich hab's doch jetzt. Ihr dürft mir applaudieren. Ich habe die zweite Episode vermutlich gelöst. So wie es aussieht. Okay, du hast echt voll falsch gedacht. Naja. Wie gesagt, die Rätsel sind jetzt tatsächlich nicht ohne, die sind aber jetzt auch nicht unmenschlich schwer. Man muss nur echt gut hingucken. Kam ich nicht von hier? Da. Und zurück und raus und dann wird er mich wahrscheinlich gleich in den nächsten Raum stecken oder so. Wach. Der Raum vom Anfang. Na, wie schön. Und es ist Tag. Und da ist das Hundebild. Und wenn wir jetzt den Schrank aufmachen, ist nichts drin. Ein Glück. Was? Hä, das ergibt so gar keinen. Doch, das hat alles Sinn ergeben. Du musstest genau die Punkte quasi von den drei Flächen, wenn du die übereinander gelegt hättest, hättest du die Muster quasi rausbekommen. Da war nichts mit addieren. Du musstest das Muster quasi nachstellen, wenn du alle drei Scheiben übereinander legen würdest.
Ich kann es jetzt auch nicht besser erklären, ohne es auf, weiß nicht, Folien drauf zu malen, auszuschneiden und euch in der Webcam zu zeigen, wie dieses Rätsel gedacht ist. Tut mir leid. Reaching Dreams.